aufgeregt beobachtete er, wie sie über das Feld seiner Tochter. Ich finde, wenn man es liest, dann kommt man natürlich in diese Geschichte hinein. Und was mich interessiert hat, ist, dass man etwas über Lappland erfährt. Das finde ich sehr schön. Und zwar so, dass ich mir schon mal überlege, ob ich da nicht mal hinfahre. Sie sah Friederike als Sechsjährige, wie sie mit ihr im Sommer in Lappland über die Berge wanderte. Die gemeinsamen Ferien waren spontan zustande gekommen. Marie und Georg hatten eigentlich mit Friederike in Urlaub fahren wollen, aber es war etwas dazwischen gekommen und Anna hatte auf ihre Nichte aufgepasst. Wie eine kleine Ziege war Friederike damals zwischen den kargen lappländischen Zwergbirken herumgesprungen und hatte ihren eigenen Rucksack getragen, wenn sie auf die Bergspitzen gewandert waren.